Was die Freien Wähler in den kommenden Jahren für Deutschland wollen, erkläre ich euch in diesem Video anhand von folgenden Kategorien. Klimaschutz, Digitalisierung, Schule und Bildung, Geld und Finanzen, Gesundheitswesen, Arbeit, sonstige wichtige Punkte und natürlich Kritik. Und neben den Freien Wählern zeige ich euch natürlich auch die anderen großen und kleinen Parteien und deren Vorhaben. Die Playlist dazu findet ihr hier oben im i natürlich nochmal verlinkt. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Und wie bei allen anderen Parteiprogrammen auch, ist natürlich auch hier ganz klar, dass ich nicht zu 100% das Wahlprogramm wiedergeben kann und auch werde, aber ihr findet alle Informationen zum Wahlprogramm auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. Die Freien Wähler sind grundlegend übrigens eher eine konservativ einzuordnende Partei, die ähnliche Werte wie beispielsweise die CDU/CSU vertritt. In Deutschland ist sie vor allem in den Kommunen stark. Sie stellt beispielsweise aber auch in Dörfern oder Gemeinden Bürgermeister. Und in Bayern ist sie auch Teil der Landesregierung, also Parteichef Hubert Aiwanger und CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder aus Bayern führen das Bundesland an. So, und jetzt zum Thema Klimaschutz. Was die Freien Wähler beispielsweise direkt von der AfD unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie sich verpflichtet sehen, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Die AfD will da ja raus. Sie sagen, also die Freien Wähler sagen, dass sie bis 2050 Deutschland klimaneutral machen wollen. Andere Parteien, wie zum Beispiel die Grünen oder auch die Linken oder auch die Klimaliste, wollen das deutlich früher. Anders als die Linke, ich weiß, viele Vergleiche, aber anders als die Linke, setzen die Freien Wähler vor allem auf Eigenverantwortung. Sie wollen auf die, Zitat, Innovationskraft und den technischen Fortschritt setzen und vor allem im kommunalen Bereich die Menschen dafür ermutigen. Sie wollen beispielsweise Fracking oder auch den Import von Fracking-Gas aus den USA zum Beispiel, verbieten und wollen auch, dass man in Zukunft weniger Naturflächen für Straßen oder neue Wohngebiete verwendet. Und auch die Freien Wähler wollen einen Emissionshandel. Das bedeutet, ich habe es ja schon mal in anderen Videos erklärt, wenn beispielsweise Unternehmen CO2 ausstoßen möchten bei der Produktion, dann müssen sie sich die Rechte dafür kaufen, Zertifikate dafür kaufen. Und der CO2-Preis dieser Zertifikate, dieser Rechte, der soll Jahr für Jahr immer teurer werden und so soll eben der Ausstoß von CO2 unattraktiver werden. In der Theorie zumindest. Und allgemein wollen sie in Zukunft auf erneuerbare Energien setzen und mehr Gelder in die Förderung eben von diesen Energien einsetzen. Sie sagen im Programm, wir benötigen einen massiven Ausbau aller regenerativen Erzeugungsarten im gesamten Bundesgebiet. Dazu gehört auch Biogas, das leider in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurde. Sie wollen vor allem auf den ÖPNV setzen und Fahrradverkehr fördern. Sie sagen auch, dass Elektromobilität eine Chance wäre, aber dass man trotzdem auch auf andere Energieträger setzen sollte und diese weiter erforschen müsse. Ein Tempolimit auf Autobahnen, wie zum Beispiel die SPD das will, das wollen sie nicht. Frage an euch, würdet ihr eigentlich die Freien Wähler wählen? Ja oder nein? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und begründet auch gerne und bleibt respektvoll, ganz wichtig. Kommen wir zur Digitalisierung. Was ich persönlich immer ganz spannend finde, ist, wie viel Platz bestimmte Themen bei bestimmten Parteien in ihrem Wahlprogramm einräumen und wo sie dieses im Wahlprogramm auch platzieren, also weiter oben, weiter unten. Das Thema Digitalisierung zum Beispiel ist das vorletzte Thema im Programm und wird auf insgesamt 3 Seiten besprochen. Was den Freien Wählern sofort wichtig ist zu erwähnen, ist, dass sie vor allem in die Digitalisierung von Dörfern investieren wollen. Da kommt dann eben wieder dieser kommunale Bezug bei der Partei raus. Smart Villages nennen sie beispielsweise ein Pilotprojekt, was sie starten möchten. Sie wollen vor allem junge Leute zum einen in die Dörfer holen, aber auch diejenigen jungen Leute, die aus den Dörfern kommen, die wollen sie eben dort auch halten, in diesen ländlichen Gegenden, beispielsweise eben durch gutes Internet. Das ist für sie ein zentral wichtiges Element dafür. Deshalb wollen sie, dass eines von 3 smarten Modelldörfern in Deutschland entsteht. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Sie sagen dazu, dieses Dorf wird als Flaggschiff einer breit angelegten Strategie zur Entwicklung des ländlichen Raums dienen. Und bis 2024 wollen sie erreichen, dass jedes Unternehmen einen Gigabit-Anschluss hat. Heißt also mindestens 1000 Mbit pro Sekunde. Und bis 2030 wollen sie jedem Haushalt in Deutschland Glasfaseranschluss ermöglichen. Kommen wir zum Thema Schule und Bildung. Anders als andere Parteien sind die Freien Wähler davon überzeugt, dass das föderale System im Bereich Bildung gut ist. Also, dass jedes Bundesland seinen eigenen Weg in Sachen Schule und Bildung geht. Das wollen sie auch nicht ändern. Aber wenn es um die pädagogische Betreuung von SchülerInnen zum Beispiel geht, von schulischem Personal, also auch LehrerInnen, dann wollen sie doch bundeseinheitliche Standards tatsächlich. Also, wenn es beispielsweise um Weiterbildungen geht, wie man mit digitalen Medien umgeht.
also hier YouTube und so. Ähnliches sieht man in der Forderung nach einem bundesweit einheitlichen Bildungsstandard. Sie schreiben hierzu: Die Angleichung der bundesweiten Bildungsstandards wollen wir mit dem langfristigen Ziel vorantreiben, die Zersplitterung des Schulsystems zu überwinden und überall in Deutschland gleichwertige Strukturen und Lernbedingungen auf höchstem Niveau zu schaffen. Und bei BAföG wollen sie, dass es elternunabhängig in Zukunft ist. Andere Parteien fordern auch, dass man beispielsweise das Maximalalter aufheben soll. Davon findet man im Programm der Freien Wähler nichts. Bei Geld und Finanzen werde ich darauf eingehen, wie die Freien Wähler als Staat sich finanzieren wollen, also wenn sie denn den Staat als Regierung bilden, und wie beispielsweise auch das Thema Steuern behandelt wird. Also wer soll wo und wie bezahlen? Ob die Freien Wähler jetzt eher Kredite aufnehmen wollen oder eher auf Sparen setzen und nur so viel ausgeben wollen, wie sie einnehmen, beziehungsweise wie viel der Staat einnimmt, das sagen sie so konkret nicht im Programm. Sie kritisieren aber, dass Steuergelder aus ihrer Sicht verschwendet wurden und dass man, Zitat, verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgehen will. Klar ist für sie vor allem, dass die nationalen Staaten bzw. Deutschland nicht für andere EU-Staaten groß Schulden aufnehmen soll. Und wo wir gerade beim Euro sind. Hier wollen sie erreichen, dass die Länder, die sie selbst als Euro-Krisenländer bezeichnen, einen Ausstieg aus dem Euro erwägen können. Sie wollen dann eine Zweitwährung einführen oder das zumindest möglich machen. Insgesamt soll das dann aus ihrer Sicht wieder zu mehr wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit führen. So, und wenn es um Steuern geht für den Einzelnen, wollen sie, Zitat, ernsthafte Steuersenkungen, Zitat Ende. Ihr Ziel ist es, die Wirtschaft eben dann so anzukurbeln. Die Linke will ja zum Beispiel die höchsten Steuersätze der größeren Parteien. Wie genau das Steuerkonzept aber bei den Freien Wählern jetzt aussehen soll, sagen sie im Programm nicht. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass sie vor allem für die Wirtschaft Steuern senken wollen, die Mittelschicht entlasten möchten und keine höheren Steuern für Reiche erheben wollen, laut Programm. Als erstes in ihrem Kapitel zum Gesundheitswesen erwähnen die Freien Wähler, dass sie vor allem auch dafür sorgen wollen, dass ländliche Regionen bei der medizinischen Versorgung gestärkt werden sollen. Auch sagen sie, dass sie bei dem Thema den Schwerpunkt auf die Menschen legen wollen, die ihre eigenen Angehörigen pflegen. Die SPD, deren Wahlprogramm ihr übrigens auch nochmal hier oben im i verlinkt findet, die will ja beispielsweise Pflegeberufe auch akademisieren. Die Freien Wähler sprechen davon in ihrem Wahlprogramm nicht. Sie wollen ein Gesellschaftsjahr allerdings für alle BerufseinsteigerInnen einführen. Damit wollen sie aus ihrer Sicht erreichen, dass junge Menschen eine Grundausbildung für den Pflegedienst erhalten, also innerhalb dieses einen Jahres. Und eine Impfpflicht zu Corona oder auch anderen Schutzimpfungen lehnt die Partei ab und anders als andere Parteien ist in ihrem Programm auch nichts zu finden von der Abschaffung beispielsweise des aktuellen Versicherungssystems. Also während andere Parteien beispielsweise sagen, hey, wir wollen das private und das gesetzliche Versicherungssystem abschaffen oder also Gesundheitsversicherungssystem abschaffen, da sagen die Freien Wähler nichts davon. Ja, und auch, dass Krankenhäuser beispielsweise öffentliche und private Träger haben, sehen sie nicht als kritisch an. Sie finden, dass das System so funktioniert. Gerade in kommunalen Bereichen wollen sie Krankenhäuser aber stärken und sie sagen das hier. Die vielfältige Trägerschaft, also das ist das, was ich gerade eben meinte, also private Träger beispielsweise oder öffentliche Träger, die hat sich bewährt und soll erhalten bleiben. Dabei wollen wir jedoch keine Gewinnmaximierung auf Kosten der PatientInnen und des Gesundheitssystems. Kommen wir zum Thema Löhne und Arbeit. Da sagen sie, dass sie es kritisch sehen, dass Deutschland sich, Zitat, hin zu einem Billiglohnland entwickelt hat. Den Mindestlohn finden sie allgemein auch gut, wollen sie auch erhöhen, nur wie hoch und wann? Das sagen sie nicht. Auch sind sie davon überzeugt, dass sie Ausbildungsberufe wieder mehr fördern wollen. Für den wirtschaftlichen Erfolg stehen deswegen auch vor allem MINT-Berufe, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik im Vordergrund. So, und auch wenn ihr mal ein Praktikum machen solltet oder mehrere Praktika, sollt ihr mit den Freien Wählern dafür auch bezahlt werden. In ihrem Wahlprogramm fordern sie nämlich eine faire Bezahlung. Wie hoch diese sein soll, ab wann die dann wirklich greifen soll, es gibt ja jetzt auch schon eine Bezahlung bei Praktika, allerdings erst nach einer bestimmten Zeit. Wie dem auch sei, das konkretisieren sie dann wiederum nicht in ihrem Programm. In ihrem Programm sagen sie auch, dass die traditionellen Handwerksberufe über einen riesigen Fachkräftemangel klagen. Deshalb, und das ist dann wieder ihre Lösung, wollen sie allen Betrieben, die ausbilden und unter 50 Vollzeitbeschäftigten liegen, einen Zuschuss fürs Ausbildungsgehalt von 250 Euro im Monat zahlen. Kommen wir zu sonstigen wichtigen Punkten. Grundsätzlich sind die Freien Wähler in Sachen Migration und Asylrecht eher auf der konservativen Seite angesiedelt. Bedeutet auch eher bei CDU, CSU und FDP. Zum Beispiel fordern sie das Prinzip fordern und fördern. In ihrem Programm steht: Doch Integration ist keine Einbahnstraße. Damit sie gelingt, müssen wir die Zugewanderten fördern, aber auch ihre Bereitwilligkeit einfordern.
Der Erwerb der Sprache, die Bereitschaft, sich für unseren Arbeitsmarkt nachzuqualifizieren, aber auch unsere liberale Gesellschaftsordnung anzuerkennen, gehören unweigerlich dazu. Abgesehen davon will die Partei auch direkte Demokratie fördern, heißt also zum Beispiel auch durch Volksabstimmungen, und zwar bundesweit. Kommen wir zuletzt noch zur Kritik. Zuallererst muss man erwähnen, dass die Freien Wähler, wie schon gesagt, eine vor allem kommunale Partei ist. Tatsächlich ist es auch so, dass sich nicht die gesamte Partei so richtig darüber einig war, ob die Partei überhaupt in den Bundestag gehört oder nicht. Zusätzlich gibt es innerhalb der Partei Kritik gegenüber dem eigenen Parteichef Hubert Aiwanger und auch stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern. Denn Teile der Partei distanzieren sich vom Parteichef, der durch kritische Aussagen zur Impfung aufgefallen ist, zur Corona-Impfung. Teile der Parteibasis kritisierte jedenfalls, dass er versuchte, beispielsweise bei Impfgegnern Stimmen abzugreifen. Auch hierzu gibt es nochmal Infos in der Infobox. So, und noch mehr gibt es in der Infobox zu finden, nämlich auch unseren Podcast Macht Sinn mit meiner Kollegin Johanna. Also hört da unbedingt mal rein auf all euren Podcatchern. So, und hier links von mir findet ihr jetzt noch eine Playlist zu meinem neuen YouTube-Format, YouTube Shorts, Wahlprogramm in 60 Sekunden. Wenn euch das zusagt, schaut mal rein. Und hier gibt es auch die langen Versionen. Also hier habt ihr jetzt Best of Both Worlds sozusagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin und bis dann.